habe ich Ausgabe 55 des Warhammer 40k Conquest Magazins für euch. Und diese Ausgabe kommt mit einem Gussrahmen für dieses Rohrding sie hier, namentlich Alchemietrohre oder Alchemietrohre. Und die sind, wie man hier schon unschwer an dem Symbol erkennt, irgendwie mit dem Adeptus Mechanicus verbändelt. Da weiß ich jetzt nicht so genau, da habe ich mich noch nicht wirklich mit auseinandergesetzt. Jedenfalls, das hier ist der Gussrahmen. Und es sind jetzt auch nicht wirklich viele Teile. Und ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus und lässt sich bestimmt auch super gut auf eure Spielplatte integrieren. Und da freue ich mich schon aufs Zusammenbauen und Bemalen. Und ich sehe gerade, dass hier hinten, dass diese Rohre hier, dieses Gitter, durchsichtig ist. Da könnte man zum Beispiel auch wunderbar eine LED reinbauen und das Ganze so ein bisschen beleuchten. Und ja, hier so sieht das dann ungefähr aus, wenn man es zusammengebaut und bemalt hat. Weitere Themen dieser Ausgabe sind dann noch die Xenos-Gefahr Orks, also ein bisschen Hintergrundwissen über die Orks im 40k-Universum und Dämoneneinfälle. Und wir schauen auch direkt mal rein. Und natürlich strahlen uns hier schon die großen grünen Orks entgegen. Und Orks gehören natürlich fest zu Warhammer dazu, also die sind wirklich essentieller Bestandteil, kann man sagen. Ich glaube auch die mit erste Einsteigerbox, ich glaube damals war es noch Rogue Trader, die enthielt, soweit ich mich erinnern kann, auch wirklich Space Marine und Orks. Oder Space Orks hießen die, glaube ich, damals noch. Und hier hat man eine Übersicht über die verschiedenen Ork-Clans im 40k-Universum. Ghosts, Bad Moons, Death Skulls, Evil Suns und so weiter und so fort. Und hier auf der Seite sehr schön abgebildet ein Ork Stomper. Ziemlich cooles Modell. Man sieht schon, es ist halt auch ziemlich riesig. Hier haben wir noch ein paar Modelle der Orks. Darunter auch die relativ neuen Flitzer. Und hier geht es thematisch um die Nachfolgeorden der Imperial Fists. Das ist also Phoenix. Die waren für mich so ein bisschen thematisch interessant, als ich überlegt hatte, welche Space Marine Armee spielen soll, weil man die halt auch wunderbar so ein bisschen mit den Emperor's Children, finde ich, verbinden kann, farblich und halt auch durch den Phönix. Dann haben wir hier auf der Seite die White Templars, Crimson Fists und Black Templars. Ich habe irgendwie total verpeilt, dass Black Templars Nachfolgeorden Imperial Fists sind. Dann haben wir hier das Wuchernde Chaos Teil 2, also hier wieder ein bisschen Hintergrundinformationen über die, Chaos-Invasion. Und hier ist schon die Bau- und Bemalanleitung für diese Rohrsysteme. Ich sag's immer wieder, aber mittlerweile sehen halt die Modelle, wenn man die nach der Anleitung bemalt, schon wirklich ziemlich gut aus. Und dann sind hier auch wieder Geländeregeln für das Geländestück dabei. Und natürlich wieder eine Mission zum Nachspielen, wo dann halt auch dieses Geländestück direkt involviert ist. Und auf der letzten Seite sehen wir so einen kleinen Ausblick auf die nächsten beiden Ausgaben. Ausgabe 56 bringt einen Haufen Space Marines mit sich, was ich ganz cool finde. Da freue ich mich schon drauf. Und in Ausgabe 57 sind mal wieder zwei Farben enthalten, weil ich die persönlich auch ziemlich gut finde. Vor allem das Temple Guard Blue gefällt mir ganz gut, vor allem für den Plasma-Effekt. Und es sind zwei Farben, die ich noch nicht in meiner Sammlung habe, von daher freue ich mich da ziemlich drauf. Und somit eine nette Ausgabe. Preisersparnis habe ich mir rausgesucht und schon wieder vergessen. Ausgabe 55, ca. 10 Euro Preisersparnis gegenüber dem Kauf bei Games Workshop. Ist somit eigentlich auch ziemlich ordentlich, wie ich finde. Und macht sich halt auch wirklich gut auf der Spielplatte, wie ich finde. Da werde ich mich dann hoffentlich bald selbst von überzeugen können. Ich arbeite momentan an einer neuen Platte für Warhammer 40k und werde dann wahrscheinlich auf dem Discord und auf Instagram so ein bisschen euch daran teilhaben lassen und die dann, wenn sie fertig ist, dann auch in Videoform präsentieren.
Links zu Discord, Instagram und so weiter und so fort findet ihr unten in der Videoinfo. Schaut gerne mal rein und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.